unten. So kommt man auch vom Zeppelin runter. Ich wette, wir hätten uns irgendwie da einklinken können in der Rail-Dingensbahn da, aber... Sterben halt, kommt wieder runter. Runter kommt man immer. Kurz und schmerzhaft. Und? Los, Elizabeth. Suchen wir Daisy in der Fabrik. Jupp. Ja, Moment, wir erstmal Lucky Lucky machen. Ist irgendwas Lustiges? Lustig, dass hier so ein Teleskop steht. Okay, gehen wir weiter. Holen wir uns ihre Köpfe. Holy shit! Die meint's echt ernst. Brutal. Das wollen wir doch noch sehen. Tut aua, hä? Okay, alles meins. Ja, yeah, viel Spaß. Boah, macht das Schaden. Und es springt. Eigentlich sind alle Leute deswegen draufgegangen. Wahnsinn. Nicht schlecht. Weil sie draufgegangen sind, muss es wahrscheinlich übergesprungen sein durch meinen Hut. Keine Sache. Okay. Ich denke, wir werden gleich wieder so eine Gruppe haben. Deshalb will ich das nur mit den Krähen testen. Sie sagte, sie kommt und holt sich Fink. Wir müssen mit dem Aufzug nach oben. Der fährt bestimmt in Finks Büro. Bestimmt. Ausrüstung. Feuervogel. Verbrennen Feinde in der Nähe. Nehmen wir einfach nur. Gefällt mir nicht so gut. Fink wird draufgehen. Sein großes Imperium wird hundertprozentig fallen. Eine Menge Lockpicks. Kommen wir da noch durch? Nur die andere Seite. Okay, machen wir mal. Fink, du Affe! Komm für deinen Arsch. Erstmal wieder entspannen. Fehlt die coole Aufzugmusik. So ein Plattenspieler. Der wäre doch nicht schlecht. Oh, da haben wir doch die Musik. Ein bisschen traurig. Passend zur Situation aber auf jeden Fall. Die sind wie füreinander geschaffen, was? Wer? Fitzroy und Comstock. Maylin, Mr. Lin. Mein Gott, ich war so auf Paris fixiert. Ich hätte nicht gedacht... Das konntest du ja alles nicht ahnen. Ich spielte eine Rolle bei dieser Katastrophe. Wenn du so tun willst, als wären wir unschuldig an all dem, dann ist das dein gutes Recht. Aber... The fuck? Warum ist alles auf einmal so ruhig? Telefon! Geh mal ran. Hallöchen, ich hab keine Pizza bestellt. Hallo? Fink? Ich sah dich sterben, Booker. Mit eigenen Augen. Fitzroy. Hör zu, du hast deine Waffen. Jetzt will ich mein Luftschiff. Aber mein Booker David starb für die Vox Populi. Du bist entweder ein Schwindler oder ein Geist. Mein Booker David war ein Held. Einer, von dem man seinen Kindern erzählt. Du machst alles nur komplizierter.
Wahnsinn. Es gibt zwei Booker the Wit mittlerweile. Oh, fuck. Büro von Jeremiah Fink. Oh. Nette Ende. Wahnsinn. Die hätte Booker the Wit lieber tot. Naja. Ja. Wollen wir eher so umsehen. Da, Riss. Und Combo. Shit. Da ist keiner mehr in der Nähe. Ich hätte das so gut ausnutzen können mit dem Raben. So geil. Zap. Brr, tot. Richtig cool. Hallo. Diese Löcher haben mir noch ein Wunder offenbart. Obwohl ich erst noch sehen muss, wozu es gut sein kann. Es handelt sich um eine Kombination aus Mensch und Maschine, die sozusagen das Beste aus zwei Welten vereint. Der Prozess scheint unumkehrbar zu sein. Vielleicht hat Comstock Verwendung für so etwas. Zum Beispiel als Wachposten für den Turm, den er baut. Hm. Okay, checky checky machen. Oh, nix. Ah, Schockkette Hilfe. Springt zum nächsten über. Das könnte in Kombination mit den Raben auch cool sein. Erhöht die Dauer von Betäubung. Auch nicht schlecht. Unverwundbar und lädt Schild wieder auf. Hohoho. Und? Verlängert die Schwebezeit. Also ich bin gerade irgendwie auf Krähen drüber, obwohl ich gesagt habe, ich mag die Krähen nicht so. Die sind eigentlich ziemlich cool. Betäuben auch ziemlich lange. Aber nur, wenn die halt nah beieinander stehen. Ansonsten taugen die Krähen nicht wirklich was. Okay, weiter, weiter, weiter. Hier wäre ein Schloss. Echt? Goldbarren! Oh, Moment, ich muss noch mal einkaufen gehen. Wir haben, glaube ich, genug Kohle. Oder das 1400 gekostet. Ich hätte fast gesagt, wir haben 1400. So eine Scheiße, da fehlt noch ein bisschen. Haha. Kohle, 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 Kohle. Okay, wir haben genug, wir gehen einkaufen. Okay. Du weißt es gar nicht. Was mit dem? Yes. Nehmen wir die Schockkette. Das ist auch nicht schlecht, dass die Menge verringert wird. Aber so oft benutze ich Bär schon gar nicht. Nehmen wir die Kette, doch. Sicher ganz lustig. Jetzt gehen wir mal weiter. Gut, dass ich mich nur mal umgedreht habe. Oh, shit. Wieder eine neue Fähigkeit. Jetzt werde ich es gleich wahrscheinlich bereuen, dass ich eingekauft habe. Wow. Press to wash away your enemies. Hold to grab enemies and release to reel them in for punishment. Hol da den Hammer aus. Pück. Richtig geil. Hört sich auch ziemlich gut an. Müssen wir mal testen. Boah, sieht genial aus. Was denn? Was denn? Was denn? Ja, das ist Fink. Moment, Moment. Ist das Fink? Ich habe noch nicht mal eine Ahnung. Ich habe gar nicht geguckt. Ich geh da jetzt nicht hin. Vergiss es. Tesla-Transformator. Was haben wir denn da oben? Die bläst ihm das Gehirn raus. Boah! Fink ist tot. Hat sie einen an der Klatsche? Die Hochstapler und dann verbrennt ihre Leichen. Tja, das war's mit Fink. Aber nur kurze Bekanntschaft.
Komm her. Hallo. Und tschüss. Holy shit, wir haben ihn runtergestoßen. Und weg. Jawohl. Hat mich zwar alle Salze gekostet, aber das war's wert. Ich brauch mehr Salze. Lag hier nicht so ein Ding noch rum? War ein Salvengeschütz. Hier, das habe ich gerade genommen. Moment. Jawohl. Mal offen. Den da, los. In Ordnung. Ja, Moment, ich brauche Salze, dann kannst du mal was machen. Okay. Wenig Gegner, ich habe mit viel, viel mehr Widerstand gerechnet, um ehrlich zu sein. Komm, wahrscheinlich noch. Wirklich nix. Jo. Infusion. Fuck, wie kommen wir da rein? Da, mein. Und tschüss. Er ist garantiert nicht tot. Aber jetzt. Das ist schon ziemlich cool mit dem Sog. Und weg. Kommt er denn her? Komm doch her. Bye bye. Hier komme ich auch nicht rein. Böse. Ich will wieder meine Shotgun haben. Ja, warte. Bisschen schocken. Ja. Moment. Ich will nur ein bisschen rumtricksen. Oh yeah. Noch du zuerst. Boah, die nehmen viel mehr Schaden, wenn die gesappt sind. So viel zum Thema wenig Gegner. What the hell, wo ist der Typ? Über mir. Schienensystem. Ah ja, Fresse. Nice! Ich bin wirklich genial über. Und viel besser zu verwenden, als wenn wir die Krähen drauf machen würden. What the? Kommt denn die Männer auf einmal runter? Ja, geil. Ich muss runter. Ja, für den Moment sicher ganz gut. Fuck. Killen wir den Handyman. Da ist er ja. Halt mal still. Oh Mann, wie viel Schaden der macht. Mein Teufelskuss. Oh, der macht guten Schaden. Komm schon, geh drauf. Danke dir. Boom. Aber der ist leider runtergefallen. Ausrüstung. Geisterposse. Oder Possi. Beim Töten besteht ein 40% Chance, dass die Waffe des Feindes ein paar Sekunden lang ein geisterhafter Verbündeter wird. Ah, ne.